Hi Leute, das ist Sano hier. Ich zeige euch einen schnellen Weg, um an Umbral-Reste ranzukommen. Die ihr braucht, um bei Molho in Himmelsrast die ganzen Sachen zu kaufen, die ganzen Boss-Items und so. Und ihr könnt damit jede Menge Kraft machen, beziehungsweise die Seelen, die ihr braucht, um aufzuleveln. Das Ganze ist Stand jetzt nicht gefixt. Ich weiß auch nicht, ob sie es fixen, weil es ist ziemlich schwierig. Es gehört eigentlich zur Mechanik. Es ist ein bisschen verkappt, aber nützt ja nichts. Gegner runterschubsen war schon immer ein großer Teil von den ganzen Souls-like. Fällt ein Gegner irgendwo runter, dann gibt's den Loot, beziehungsweise die Seelen für unsere Charaktere. Wo wir das Ganze machen, wie wir das Ganze machen, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr einfach an einen Teleporter. Das werdet ihr wahrscheinlich schon frei haben, weil das ist recht am Anfang. Und zwar gehen wir zum Glockenturm, teleportieren uns dorthin. Dann machen wir kurz den Dicken hier weg. Muss doch treffen, Daniel. Kann ich nicht verhauen lassen. So, wenn ihr hier draußen seid, kümmert euch hier definitiv um die Fernkämpfer schon mal, dass die euch nicht auf die Nerven gehen. Da werden gleich noch mehr spawnen, aber nützt ja nichts. Na, wo ist der andere? Ah! So. Wenn ihr das hier gemacht habt und hier steht, dann müsst ihr nach Umbral gehen. So, weil ihr seht, wir brauchen diesen Aufgang hier und brauchen die Plattformen gleich, die auftauchen. Also gehen rüber, dann der Sprung und dann passt auf. Wir gehen hier runter. Szene hier, müsst ihr die Plattform mit eurer Lampe an euch ranziehen. Der Fernkämpfer da, der nervt ein bisschen. Ich habe nichts Großartiges dabei jetzt, um den zu bewerfen. Aber im Normalfall stört er nicht. Dann gehen wir hier rüber. So. Und dann brauchen wir eigentlich nichts weiter zu tun, als uns... Ja, seht ihr, guckt da. Schießt uns schon. Aber wenn ihr euch hier hinstellt, macht ihr euch schon nichts mehr. Und jetzt warten wir einfach ab, bis... Ihr wisst es vielleicht, nach oben das Auge signalisiert, wie hoch der Multiplikator ist für die Seelen, die ihr bekommt. Und je voller das Auge ist, desto stärker werden auch die Mobs. Und wenn es ritzerot leuchtet, dann kommt ein Gegner, der ist absolut geisteskrank. Und ich habe da schon alles versucht, den mal down zu kriegen. Und die beste Möglichkeit ist tatsächlich, entweder ihn irgendwo runterzuschubsen, was man da oben auf den Plattformen auch sehr gut machen kann. Und oder einfach hier zu stehen und darauf warten, dass er auftaucht und irgendwie nicht auftaucht und auf einmal liegt der Loot da hinten. So, da müsst ihr drauf achten. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auch AFK machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Könnt das nur ein bisschen machen, je nachdem. So, jetzt warten wir erstmal. So, das Auge ist gefüllt. Und da hinten seht ihr den Gegner eigentlich schon, der versucht hier rüber zu kommen. Aber irgendwie... Irgendwie zerstört er sich selbst. Und ihr seht, da hinten liegt der Loot. Und das könnt ihr halt, AFK machen. Wie gesagt, einfach stehen bleiben, machen, tun. Wenn ihr fertig seid, ihr könnt hin und wieder einfach die Lampe rausholen und drückt dann in meinem Fall R1 und könnt dann so die ganzen Seelen schon mal rüberholen, als ihr die schon habt. Und da findet ihr halt auch die Umbral-Reste. Das werden wir jetzt direkt mal machen. Damit ihr das seht, zack, einmal rüber. So, passt wie gesagt den Fernkämpfer auf, wenn ihr das aufrafft. So, 5 Umbral-Reste jedes Mal. Das ist echt krass. Und jetzt gehen wir wieder rüber. Und sind fertig mit dem Run. Ihr könnt halt, wie gesagt, auch hier, sagen wir mal, wenn er kommt, euch irgendwie hier positionieren.
Und dass er dann von vorne angreift und dann hier vorne runterfällt, das ist auch möglich. Je nachdem, worauf ihr Bock habt. So, und das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mal bei Lords of the Fallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.